Frühlingserwachen mit einem verkaufsoffenen Sonntag in Gießen. Neben den Geschäften im Schiffenberger Tal und dem Gewerbegebiet West war die Gießener Innenstadt der große Anziehungspunkt. Zwischen 13 und 18 Uhr öffneten die Läden ihre Pforten, um Kunden willkommen zu heißen. Zehntausende zog es in die Straßen zwischen Galerie Neustädter Tor, Marktplatz und Seltersweg. Zeitgleich fand außerdem der Aktionstag Sport in der City statt. Die Menschen strömten in die Geschäfte, um sich umzusehen und vielleicht auch noch das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. War es am Vortag noch frühlingshaft gewesen, zeigte sich der März am Sonntag eher von der kühlen winterlichen Seite, was Besucher aber nicht abschreckte, auch in den Außenbereichen von Cafés Platz zu nehmen. Angst zu verhungern oder zu verdursten brauchte generell niemand in der dicht bevölkerten Innenstadt zu haben. Neben den etablierten Betrieben in der Fußgängerzone, die auch zu den üblichen Öffnungszeiten Speisen und Getränke anbieten, konnten sich die Besucher des Frühlingserwachens auch an zahlreichen Ständen und Buden verköstigen. Von ihrer kreativen Seite konnten sich Interessierte am Stand der Landesgartenschau 2014 zeigen. Hier konnten Kunstleitpfosten gestaltet werden. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Frühlingserwachen nun auch von den Wettergöttern als ein Frühlingsherbeisehnen der Gießener richtig verstanden wird.